einkäme, das zu Beginn so scheinbar wirklich, wirklich wichtig ist und am Ende des Tages meistens relativ irrelevant. Die Seitenanzahl einer wissenschaftlichen Arbeit. Wie viele Seiten muss was haben? Eine Frage, die immer wieder auftaucht. Sehen wir uns das mal an. Okay, wir haben eine vorwissenschaftliche Arbeit, die hat so 20 bis 40 Seiten meistens. Bachelorarbeit 20 bis 40, 20 bis 50, 30 bis 50, irgendwo in der Art. In der Mitte gelb dargestellt, ist in diesem Fall so ein ungefährer Durchschnitt. Bei einer Masterarbeit reden wir meistens von 60 bis 130 Seiten und bei einer Dissertation zwischen 30 und 150. Ja, wird es bei Dissertation weniger? Nicht unbedingt. Gut, also von links nach rechts sozusagen immer die höherwertigen Arbeiten. Und ja, dann sind natürlich die ersten Fragen, gut, was zählt an Inhalt? Also nicht das Inhaltsverzeichnis, auch nicht das Literaturverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis, nicht das Deckblatt, nicht das Vorwort, auch nicht die alte stattliche Erklärung, nicht Literatur, Abbildungsverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis und was sonst noch so dazu gehört. Also das, was wirklich zählt an dem Thema Seiten, sind die Seiten, die wirklich Nettoarbeit sind. Ja, also die Seiten, wo wirklich auch entsprechender Inhalt transportiert wird und nicht einfach nur Struktur ist. So, dann ist natürlich die nächste Frage, gut, wenn ich viele Bilder habe, dann brauche ich weniger Schreiben. Oder wenn ich eine große Schriftgröße habe, dann brauche ich weniger Schreiben. Nein, bei den Seiten hier wird von sogenannten Normseiten ausgegangen. Also 1800 Zeichen pro Seite inklusive Leerzeichen. Das heißt, mit mehr Bildern kann sich, deswegen sind es auch immer so vom Biss. Ja. Erstens muss es der Inhalt hergeben. Der Inhalt muss in diesen Seiten ungefähr auch abgehandelt sein. Und das Zweite ist natürlich, wenn ich mehr Bilder und mehr Abbildungen und etc. habe, dann brauche ich tendenziell die eine oder andere Seite mehr. Also es kann durchaus sein, dass eine Bachelorarbeit mit 50 Seiten im Endeffekt weniger Nettotext hat wie eine Bachelorarbeit mit 20 Seiten. Deswegen ist sie nicht besser oder schlechter. Sie ist eigentlich nicht einmal umfangreicher, wenn es die gleiche Anzahl von Zeichen ist, die entsprechend zählen. Aber die Qualität hängt nicht von der Anzahl der Seiten ab. Dessen seid euch bitte bewusst. Das Zweite, ganz, ganz wichtig, fragt euren Betreuer, wie er oder sie das handhabt. Das ist je Schule, Universität, Fachhochschule, aber auch zwischen Universitäten etc. immer unterschiedlich, sogar zwischen einzelnen Betreuern. Wie groß der konkrete Umfang ist oder sein soll, hängt vom Betreuer zu Betreuer ab. Das sind grundsätzliche Hinweise hier. Das ist nicht in Stein gemeißelt und ihr könnt euch nicht am Ende des Tages darauf beruhen. Aber es soll euch eine Stütze sein. Also, durch die Normseitenansage sozusagen, einfach die Anzahl der Zeichen multiplizieren mit der Anzahl der Seiten, dann wisst ihr ungefähr, wie viele Zeichen euer Dokument haben soll, aber wie gesagt, Nettozeichen ohne Inhaltsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis, Literaturverzeichnis etc. Das nächste ist, es scheint zwischen den unterschiedlichen Arbeiten etwas komische Sprünge zu geben. Nein. Der Grund ist der, dass die Komplexität oder die inhaltlichen Anforderungen doch sehr fordernd sind oder immer mehr steigen. Und ihr werdet es vielleicht auch merken, es ist manchmal härter, etwas in weniger Sätzen zu schreiben, als in mehr Sätzen zu schreiben. Also ist eine Dissertation, eine Doktorarbeit nicht unbedingt weniger Aufwand, ganz im Gegenteil, sehr viel mehr Aufwand. Hier ist auch ein sehr hoher Neuerungswert entsprechend gefordert, zumindest in den Naturwissenschaften. In den Geisteswissenschaften sieht es vielleicht auch anders aus, da sind Doktordissertationen auch oftmals 300 bis 500 Seiten. Wenn es kein Projekt gibt, wenn es kein Neuerungswerk gibt, wenn es nicht etwas absolut Neues, neues Wissen zu generieren gibt, sondern, keine Ahnung, der Zweite Weltkrieg wieder mal aufgearbeitet wird oder ähnliches. Oder eher weniger neues Wissen ist. Sehr viel Literaturrecherche, keine Projekte. Also gibt es durchaus Unterschiede. Das ist mal so ein ganz grober Hinweis für euch. In diesem Sinne, viel Spaß beim Schreiben. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.